Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn mit mir und dem René. Und wir haben heute uns überlegt, dass wir doch ein bisschen was anderes machen, als eigentlich in der letzten Folge angekündigt. Eigentlich wollten wir ja das Dioden-Dings machen. Aber da war irgendwas doch, was du gesagt hast, wir könnten mal uns um die Schatzkarten kümmern. Genau. Wahrscheinlich da oben bei dem Typ mit der Kartografie, ne? Genau, und da, schade, ich kann die nicht öffnen. Kannst du dir, ich glaube, die zweite Reihe, die dritte Karte, was? Die würde ich mir als erst kaufen. Das Fenster hier öffnen, direkt davor, oder was? Für die Schatzkarten. Also für die Schatz. Ja, das ist eine Karte, um die Schätze anzuzeigen. So, das sind die, also ich habe jetzt halt die ganzen. Viel, ich habe ja alles hier. Jetzt, die kosten nicht so viel. Also ich kann jetzt quasi mal kurz eben aufräumen. Also soll ich Missionen mal machen? Definitiv die. Diese, wo die. Mit den Diamanten die Schatzkarte. Also da, wo die Schatzkarten freigeschaltet werden. Also ich habe jetzt hier Ressource, Mission, Beute. Ja, ich glaube, die zweite Sparte ist Missionen, ne? Hm? Davon erstmal die dritte Karte auf jeden Fall. Ja. Und habe ich? Ja, die anderen. Ja gut, jetzt muss halt gucken. Sammelstücke kannst du dir die kaufen eigentlich. Die kommen, da kommen wir mal Sammelobjekte kaufen. Ja, die anderen Missionskarten kannst du dir auch kaufen. Ja. Und ich hole mir die ganze Ressource. Die kosten ja nicht viel. Ja, kauft ihr ruhig. Ist nicht so übel, dann wird das alles schon auf der Karte angezeigt. Da der Speer nicht mehr da steht, wo er soll, ist das wirklich vernünftig. Ich weiß nicht, ich hatte das Glück, ich habe andere mit dem Speer gelabert. Hm. Ich hatte schon echt viele Sachen. Hm. Ich habe gerade mal die Kartografie aufgebaut. Ja, dass ich das auch direkt erledigt habe. So, dann habe ich vielleicht ein paar noch ein paar Karten. Oh ja, jetzt sieht die Karte schon, jetzt sieht die Map schon ganz anders aus. Jetzt kann ich nämlich alles. Jetzt kann ich nämlich theoretisch alles hochziehen. Bzw. ja, alles kaufen. Wir machen mal kurz die mutierten Tiere noch. Ich baller jetzt für den Rest und ich habe hier die ganzen. So, mehr kann ich leider nicht kaufen. Aber zumindest haben wir jetzt. Jetzt gucken wir mal in die Map rein. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen was. Oh ja. Das ist schon wieder. Ne, sieht schon wieder alles anders aus, als ich das vorher hatte. Sieht schon wieder besser aus. Jetzt, ne? Ja, definitiv. Also wir können jetzt ohne Ende Schatzsuchen machen. Also ich würde entweder hier oben, links oben Rätselfisch empfehlen, also Wagen, dann oder Zielübung oder hohe Kunst. Das sind so die drei nächsten an den Außenposten. Dann fahren wir mit Rätselfisch. Dann würde ich nämlich sagen, rüber mal zur Schrauberbude spawnen. Ja, auf geht es. Und dann gucken wir mal die drei Schatzsuchen heute, falls wir sie auf die Reihe kriegen. In der Zeit, aber so heute haben wir keinen Zeitdruck, das ist das Gute. Heute muss ich nicht sagen, ey, ich muss jetzt so viel Zeit, wir müssen die Folgen mit rausballern. Ja, wir müssen ein bisschen Folgen rausballern, aber wir haben Luft heute. Wir können uns Zeit nehmen. Hast du morgen frei oder was? Das nicht, aber wir haben ja noch früh, also wir können ein paar Stunden zurück. Eine Freundin ist unterwegs. Ja, wir haben jetzt 10 nach 8 gerade. So. Ja, siehst du, das ist Zeit. Gut, von mir dann... Bis halb eins von mir, das können wir sagen. Können wir machen. Gut, dann hol mal ein Auto. Dann können wir nämlich direkt loslegen. Das ist geil, dass du die Werkstatt schon aufgebaut hast, dann können wir nämlich den Buggy hier spawnen. Mhm. Der ist nämlich schnell. Also so viele Teile haben wir nicht mehr, so viele Dinge haben wir nicht mehr zum Aufzubauen. Aber wir müssen irgendwann mal nach und nach jetzt auch weitermachen irgendwann mit den Außenposten. Also sollten wir jetzt den Außenposten natürlich finden. Da ist irgendwas gerade, ich bin gerade gut zu sehen worden. Ja. Und dann können wir den. Wäre ich auch dafür. So, der ist.
waren jetzt gerade links. War da links was? Das Haus dieser VZV entdeckt. Das ist ein Mage. Ah, oh, das ist vorne. Da ist aber, glaube ich, was. Da könnte sogar eine, da könnte eine Geisel sein, pass auf. Ja. Da könnte eine Geisel sein, pass auf. Ja. Aber hier ist keine Geisel, hier sind nur. Haha, hier sind Teile. Komponenten war, heißt es. Ja, genau, das würde ich jetzt gerne noch mitnehmen. Ja, ja, gönn dir. Wir haben Vorteilspunkte erhalten. Oh, hier sind mehrere. Die brauchen wir vor allem, um Waffen zu bauen. Oh, hier ist auch ein. Hier ist auch ein Schloss. Ein Safe. Sehr gut. Schloss. Mach kaputt. Ja, genau, und Waffen aufleveln, wenn du anfangen willst, kannst du damit auch. Ja, vor allen Dingen jetzt mal holen. Ich habe jetzt 3 von 4 mittlerweile. Ich such gerade, ob ich noch irgendwie eine 4. Kiste kriege. Und auf die Gefahr hin, dass du mir irgendwann, wenn wir uns vielleicht mal treffen oder so, in die Fresse haust für diesen Satz, weil du ihn nicht mehr hören kannst. Aber auch bei Far Cry New Dawn geht's wie bei Primal. Sammeln, sammeln, sammeln. Ja gut, mit dem Treffen können wir vielleicht immer mal machen, aber die Frage ist, wo kommst du her? Also, der Code ist mal meistens im Let's Play, wenn ich ehrlich bin. Das geht einfach niemandem was. Genau das, genau geht gerade, geht gerade, ich hatte niemandem was an. Fuck, wenn du da an, Leute, fuck, wenn du da an. So, Warte mal. Ja gut, den René habe ich tatsächlich auch nur kennengelernt, weil er einer meiner Abonnenten ist. Hier ist die 4. Kiste. Und mein Let's Play zu Far Cry Primal und auch teilweise zu Far Cry 5 ein bisschen kommentiert. Und da habe ich gesagt, ey, lass uns das mal irgendwie mal zusammen machen. Ich wollte aber den Far Cry New Dawn machen. Das wollte ich als Let's Play auf jeden Fall machen. Eigentlich, wie gesagt, mit jemandem anders. Das hat er nicht geklappt. Da dachte ich mir, machen wir es einfach mal zusammen. Und so lernt man auch neue Leute kennen zum Zocken. Eben. Oh. Da hat er mich eiskalt überfahren. Den Fahrer habe ich runtergeholt, aber dadurch, dass es weitergerollt ist. Ja, ich helfe dir gleich. Aber was mir auffällt, im Koop bei New Dawn kann man die Kamera wechseln. Ich kann dich angucken, also dir hinterher gucken, während ich tot am Boden liege. Das finde ich. Ja, das habe ich schon, ist mir ein paar Mal aufgefallen. Das ist sehr angenehm, ey. Ja. Hier so, haben wir hier alle Kisten, oder? Ne, ist normales Wildschwein gewesen. Ja, ich habe alle Kisten. Okay, sehr gut, dann können wir ja. Weil ich kann nichts mehr plündern hier, ich bin voll. Okay, hier noch ein bisschen. Dann machen wir weiter. Sorry, dass das manchmal so passiert, deswegen einfach mal zwischendurch mal sagen, hey, da ist was, steigen wir mal gerade ab, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir wollten es einfach mal angucken. Es hat sich auch gelohnt, weil das war nur für mal eben 2 Vorteilspunkte, die wir uns geholt haben. Oder die ich mir geholt habe. Das ist das. Bei Primal streift man durch die Landschaft, da sammelt man automatisch. Hier muss man manchmal anhalten und sagen, hey, was ist da? Gucken und machen und tun. Das ist New Dawn. Da ist so ein, guck, das ist ein beste Beispiel, da ist wieder so ein Typ mit so Ressourcen. Schaden. Sehr gut. Oh, hier ist auch eine Vorratslieferung, aber ich weiß nicht, ich kann die nicht abholen. Kannst du die abholen? Ich wurde die schon geholt von dem Kerl hier. Aber dann haben wir die Sachen jetzt. Kann sein, dass du die geholt hast, ja. Weil das Ding ist aus. Die Flamme auch. Ja, eben. Deswegen passt so. So, weiter. Könnte da rechts ein Außenposten sein, da ist auf jeden Fall irgendwie was. Huch. Da kommt ein Gefangenentransport. Oh, du hast den Gefangenen. Ja, das war keine Absicht. Das war eigentlich dann nur daneben gezielt. Scheiße. Wir hinterlassen keine Beweise. Nee, hier ist nichts. Da geht's runter. Aber ich guck mal kurz auf die Map. Ne, wir fahren da jetzt nicht runter.
Ich glaube, da lag der Vorrat in eine kleine Kiste. Echt? Eine Ressourcenkiste, ja, so eine Komponentenkiste. Kann mich aber auch getäuscht haben. Da oben hängt auf jeden Fall ein Rucksack an der. Oh, da unten ist Highway Man. Da hängt noch ein Rucksack. Nee, war nicht. Sah nur so aus. Aber Upsi. Das Motorrad. Nee, das sah nur auf dem Blick so aus. Okay. Dann weiter, wenn du die Rucksäcke hast. Keine Ahnung. Ich glaube, du hast mir den irgendwie zugeworfen, wie auch immer, zugetreten. Und dann ist auf einmal alles hochgegangen. Okay. Hätte sein können, dass es irgendwie jetzt alles verbrannt ist. Aber da war ja nicht viel drin. Ja. Level 3er Puma. Oh, ja. Ich komm, wo ist er? Der zieht sie runter. Ja, ist weg. Schon weg. Irgendwo Highwaymen sind. Warum habe ich eigentlich das Ding hier in der Backe? Die ganze sind Schweißbrenner. Es gibt auf jeden Fall 6 Kisten zu holen. Kein Gegner. Und es ist mir noch zu ruhig dann. Hier drin ist aber da irgendwas. Ist ein Gegner. Und der brennt, der Gegner. Der ist tot, der Gegner. Aber nicht bevor der alles angezündet hat. So, ich habe mal kurz eben gerade die Mission. Vor allem die Prepper-Verstecke, also Schatzdinger hier sind echt cool. Man muss immer wieder so kleine Rätsel lösen, um da reinzukommen und so. Die machen echt Spaß. Da haben die sich schon mal was einfallen lassen. Das hört sich... Aha, wollte gerade sagen. Das hört sich nicht nur so an, das ist sogar so. Das war. Bignes. Achso, hier ist Tresor. Wir kriegen Besuch. Oh ja, schneller wie ich. Hat er dich gerade getötet? Nee, du hast den gekillt, bevor mein Pfeil geflogen ist. So. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee, oder? Also auf Bienennest erschossen? Mhm. Das war gar keine gute Idee. Obwohl, also, die ziehen sich schon wieder. Ja, ich hab's... Wollte gerade sagen, ich hab's doch... Bienen am besten mit Feuer bekämpfen. Kannst mit dem Schweißbrenner sogar verbrennen. Gut. Rein theoretisch können wir jetzt hier unten rein. Ich glaube, wir haben oben alles. Dann gehen wir mal hier runter rein. Auf geht es. Es sind mal wieder Gegner an Ball unterwegs. Hier liegt was. Uah, ich hab mich verbrannt. Okay, ja, das ist hier so ein Rätsel, was wir lösen müssen. Wir müssen die richtige Kombination rausfinden. Oh, hier ist ein Highwayman. Jetzt blitzt man da nicht, wahrscheinlich nicht mehr, ich muss das Reich gehen. Ja, aber ich... Geh zum Haus, ich hab dort... Die Lösung liegt im Haus. Weil ich bin fast gedacht, ich bin schon halb im Haus. Okay, dann sag mir die Dings durch, wenn du sie hast. Habe, ja. Aber wie komme ich denn da ganz rein? Das frage ich mich auch gerade.
bringe ich mich selber. Ach, da geht's rein. Das hätte einem nochmal überzeugt. Okay, egal was man mit dem Fisch. Die Fische heißen alles, dass man sich verbrennt. Nee, eigentlich nicht. Ah, grün, rot, lila, schwarz. Achso, warte, da sind stehen Zahlen drüber. Okay, warte, ich sage dir. Ich muss gerade gucken, dass es hier aufhört zu brennen, weil sonst kann ich nicht weitermachen. Du brauchst Zahlen, keine Farben, ne? Keine Ahnung, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, die Zahlen stehen hier über den Fischen. Okay. Also ja, gib mir mal bitte. Ist egal, gib mir mal, ob Farm oder Dings. Ich habe hier alles, beides. Ich glaube, ich muss diese Fische ansprechen insgesamt. Genau, ich kann dir jetzt gleich sagen, wie. Also. Okay, pass auf, ich sag dir Farben durch, ja? Ist das okay? Sag mir die erste einfach erstmal durch. Okay. Grün, rot, grün, lila, Moment, grün, rot, schwarz, warte. Grün, gelb. Rot, lila. Was war das letzte? Blau, schwarz, gelb, glaube ich. Na, warte mal. War ein Fehler drin. Aber es ist genau. Es ist die genau die grün. Richtige. Es ist genau die richtige Ding. Lila. Also warte mal, grün. Ah! Wir haben schwarz und grün, rot, was? Grün, rot, weiter, lila? Grün, rot, lila, schwarz. Nee, warte mal. Warte mal, ich weiß jetzt nicht, welches das von lila. Das lila ist einer, da ist grün, rot, schwarz. Grün, rot, lila, schwarz, blau. Grün, rot, lila, schwarz. Schwarz, ja, grün und lila, schwarz habe ich. Blau, blau. Ja, blau. Gelb. Hey. Okay, oder so. Ich habe aufgemacht. Ja, alles gut. Nichts passiert. Nice. Jawohl. Drei Futterspunkte erhalten. So. Genau, wunderbar. Wieder Far Cry Credits. Also 45 Stück immerhin. Hier ist noch ein MP3-Player. Hey, Sky. Ich wollte nur sagen, dass ich dich und deine Angeltrips vermissen werde. Aber viel Glück da draußen. Und tut mir leid wegen Dylan. Ich sag den Kindern, dass du unterwegs bist, um ein Seemonster zu fangen. Also bring ihnen ein Stück von einem mit, wenn du zurückkommst. Okay? Okay. Okay, sagst du, machst du. Bringst du den Stück Seemonster mit? Mhm. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alle Kisten, ne? Vielleicht sind drinnen noch welche, die du noch nicht hast. Kann sein, ja. Ich vermute. Die ich einfach gerade eingesammelt habe, ohne drüber nachzudenken. Das kann sein. Ja, ja. Weißt du, wie der reinkommt? Hier? Nee, warte mal. Hier vorne? Wo? Hier rein, hier rüber, dann hier rein. Ah. Oh, da oben. Ich hab selber noch nicht gelootet. Ich jetzt erst. Ja, hier oben muss noch einer sein. Hier. Du musst hier hochspringen. Hm? Das habe ich immer noch nicht gesehen. Da ist die. Dann haben alle boah, sechs. Ich sehe gerade, hier ist das.
Hier ist auch aufgeschrieben. Ne, da hätte ich mir den Kack gar nicht. Hier, guck, ich musste mir das nämlich so angucken hier. Ich kann das gar nicht mehr starten. Ich musste den Generator starten, dann ist das hier so abgelaufen. Okay. Ja, aber haben wir dann am Ende doch gut hinbekommen. Alleine wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Na gut, kann sich ja merken. Gut, aber zumindest haben wir das jetzt auch gemacht. Warte mal, ich kann mal gerade was gucken. Ich habe jetzt wieder Vorteilspunkte. 22 Stück. Womit fangen wir denn am besten an? So, was hast du denn alles offen noch? Den Himmelstürmer, den Naturliebhaber, dann die zweite Reihe bis die letzten vier. Dann die dritte Reihe, nur das zweite habe ich gemacht und danach. Warte, wir machen es anders. Hast du den. Also den Himmelstürmer hast du noch nicht? Nein. Den kannst du ja eigentlich mal kaufen. Hab. So, haben wir halt erst schon mal. So, hast du verdeckt? Das ist die erste von der dritten Reihe. Nein, kaufen. Kaufen. Bewaffnet und bereit, das dritte von der dritten Reihe. Kaufen. Gekauft. Noch sechser. Mir fehlen jetzt nicht mehr so viele. 6 Punkte hast du? Mhm. Die kannst du eigentlich, die 6 Punkte kannst du. Lass mich. Das hast du schon. Die hast du auch alle. Entweder auf mehr leichte Munition, mehr Erste-Hilfe-Sets oder mehr. Ja, oder mehr Nahkampfwaffen. Oder mehr Wurfgeschosse. Die erste. Ja, letzte Reihe, die ersten vier kannst du eigentlich dir aussuchen. Ja, mir fehlt eigentlich nur noch die Wurfgeschosse. Ich habe gerade das erste Hilfeset hatte ich ja schon, dann habe ich die Nahkampfwaffen jetzt gerade geholt und dann die leichte Munition. So, dann haben wir das soweit auch gemacht. Sehr gut. Gut. Boah, ich werde angegriffen. Was? Wofür? Warum? Von seiner Katze. Von Puma. Boah, ich erwische den nicht. Du direkt wieder mit deinen Feuerpatronen, Alter. Mhm. So, ich wollte eigentlich was anderes machen die ganze Zeit, bevor wir jetzt gleich Feierabend machen. Moment. Ach, wir müssen jetzt, oder wir müssen. Jetzt kommt noch eine Raubkatze. Die erwähne ich mit dem Bullen. Da kommst du. Jawoll! Gib mal wie. Boah, so Hammer, schön. Die halten einfach zwei, drei Pfeile aus, die Viecher, Alter. Ja, wir haben aber auch ein paar. Ich weiß, ich hätte jetzt, ja. Gut. Sah aber geil aus, wie du angesprungen wurdest, bin ich ehrlich schon. Ja, nett. Vor allen Dingen, weil das Spiel vorher einen Pfeil von mir abbekommen hat. Das kriegt schon Pfeil ab und springt dich an, das sah echt episch aus. Gut. Ey, du hast jetzt einen Wingsuit, korrekt? Das ist für die Expedition, ist das cool. Ja. Gut, dann trotzdem machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Fuck bei New Dawn. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Aber dann machen wir noch ein paar Schatzsuchen danach, weil die Folge ist schon wieder vorbei. Oder machen wir danach, fangen wir da mit der Hauptmission an.